Markus Gisdol und Horst Held, neuer Trainer, neuer Sportdirektor, große und entscheidende Veränderungen in der Länderspielpause beim 1. FC Köln. Ich kann jetzt die schönsten Geschichten hier erzählen, wie toll ich was erledigen kann oder wie toll wir was erledigen können. Zum Schluss ist es nachher wichtig, dass wir am Ende dieser Saison weiterhin in der ersten Liga sind. Das ist unser großes Ziel und für das machen wir alles. Neu aufgestellt, neu ausgerichtet. Der Tabellenvorletzte kämpft gegen den direkten Wiederabstieg aus Liga 1. Zwei Sachen, wir müssen erfolgreicher Fußball spielen. Ja, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Ich glaube, das Zweite, was unfassbar wichtig ist, so wie ich es von außen betrachtet wahrgenommen habe, ist eine Aufgeregtheit um den Verein herum. Ja, ich denke, dass wir auch Ideen gemeinsam entwickeln müssen, wie wir wieder zu einer Gemeinschaft werden. Fühlt sich von außen ein Stück weit so an, als wenn das nicht so der Fall ist. Und dafür muss ich mich natürlich einbringen, will mich einbringen, aber auch das ist nicht alleine zu schaffen, sondern nur in einem Team. Ich glaube, da müssen viele dran arbeiten. Nur gemeinsam kann man diese Situation bewerkstelligen. Kölns Rettungsmission mit Feuerwehrmann Markus Gisdol. Er konnte schon die TSG Hoffenheim und den Hamburger SV vor der Zweitklassigkeit bewahren. Ich bin sehr glücklich, dass man mich zum Ende dann ausgewählt hat als der Trainer, der die Herausforderung hier meistern soll. Weil wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist eine schwierige Situation. Die ist nicht einfach mal so mir nichts, dir nichts zu erledigen. Und da ist es für uns aber vor allen Dingen wichtig, jetzt Ruhe hier reinzubringen, hier auch mit der notwendigen Gelassenheit die Sache anzugehen, aber natürlich mit voller Energie, eng zueinander zu stehen, die Mannschaft zu entwickeln, ein Team zu entwickeln, das so in der Situation sich präsentiert, wie es dann auch angemessen ist, um aus dieser Situation herauszukommen. Gisdol, gewissermaßen ein echter Abstiegskampfexperte. Viele FC-Fans sehen seine Verpflichtung aber skeptisch. In erster Linie habe ich mir jetzt mal versucht, diese Dinge auch auszublenden. Aber man nimmt es natürlich wahr. Und es ist ja auch legitim, dass man heute in unserer heutigen Zeit sich äußert, auch in Social Media äußert. Ich kann sagen, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, welche Aufgabe mich hier erwartet. Und ich weiß, was ich leisten kann. Aber das darf kein Ich sein, sondern muss ein Wir sein. Wir müssen das zusammen angehen. Neuer Trainer, neuer Sportdirektor. Mit Markus Gisdol und Horst Held startet der 1. FC Köln die Mission Klassenerhalt.